aufgebaute zweite. Und das würde ich mit Firma Setzen auch für Sie ausführen. Der junge Semper, der kam damals 1834 nach Dresden. Der wurde damals berufen an die Königliche Kunstakademie als Professor, der war Architekt, Anfang 30 war er. Und Dresden damals war schon eine sehr bekannte Musikstadt, aber es wurde eben der Ruf laut nach einem geeigneten Opernhaus. Ganz klar, das war nicht die erste Oper, die man überhaupt gebaut hat. Es gab schon 10 Opernhäuser davor, aber in dem jungen Semper sah man eben damals die Person, die das letztlich für Dresden leisten konnte. Und er baute sein erstes Königliches Hoftheater, wie das damals hieß, von 1838 bis 41, 3 Jahre zur damaligen Zeit. Man hat aber die Oper viel mehr zur Platzmitte zugebaut. Die sah auch ganz anders aus. Die war ein Oval im Ganzen. Und diesem ersten Königlichen Hoftheater waren damals nur 28 Jahre vergönnt, denn die erste Oper von Semper, die ist abgebrannt. Opern, also Brände überhaupt, waren keine Seltenheit. Und dieser Brand war im Jahre 1869. Und der Semper selber, der war damals schon gar nicht mehr in Dresden. Der war nämlich beteiligt an Barrikadenkämpfen gegen die sächsische Monarchie. Also man hat rebelliert gegen die Dynastie der Wettiner hier, übrigens zusammen mit Richard Wagner. Gab es Barrikadenkämpfe, Semper musste flüchten, er wurde steckbrieflich gesucht, er lebte eigentlich im Exil in Zürich. Aber die Dresdner wollten, dass er zurückkommt und dass er erneut ein Opernhaus baut. Er kam zurück im Jahre 1870, er war dann schon recht betagt, er war fast 70 Jahre alt. Und er hatte zur gleichen Zeit auch mehrere Bauprojekte in Wien, nämlich Hofburg, Burgtheater, Kunsthistorisches Museum, also er war in Wien nicht abkömmlich. Deswegen hat er seinen Sohn beauftragt, Manfred Semper, der hat das betreut. Die ersten Jahre war Gottfried Semper, auch hier hat er es überwacht. Und später stand er mit seinem Sohn dann in einem fast fünfjährigen und auch fast täglichen Briefwechsel. Und das zweite Königliche Hoftheater wurde gebaut von 1871 bis 1878. Und zwar genau so, wie Sie es heute sehen. Auch an dieser Stelle. Also im Verhältnis zu Sempers erster Oper viel mehr zurückversetzt. Und dann ist eben auch erst die Großzügigkeit dieses Theaterplatzes entstanden. Und diesen zweiten Königlichen Hoftheater waren dann letztlich 67 Jahre vergönnt. Sie wissen ja, wie gesagt, Dresden wurde bombardiert. Nach dem 13. zum 14. Februar 45 auch die Oper war nichts mehr da, bis auf die Außenmauern. Und es gab nach dem Krieg dann sehr viele erfolgsarme Jahre der Konzeptionssuche, wie man die Oper aufbaut. Dass man die historisch aufbaut, das stand lange nicht fest. Man wollte die erst im Inneren auch so bauen wie der Kulturpalast, also ziemlich schrecklich modern. Hat man zum Glück nicht gemacht. Man hat sie dann sozusagen historisch aufgebaut in den Jahren 1977 bis 85. Und der Wiederaufbau, der war recht schwierig. Bei der Frauenkirche zum Beispiel, der Wiederaufbau, der war einfacher. Man hat ihn nämlich während des Zweiten Weltkrieges saniert und diese Unterlagen haben den Zweiten Weltkrieg auch überdauert. Man konnte gut darauf zurückgreifen. Bei der Oper war das nicht so. Also man hat versäumt, die in irgendeiner Form zu dokumentieren. Deswegen beim Wiederaufbau konnte man nur zurückgreifen auf ganz wenige alte Fotos. Es gab ein paar Zufallsfunde. Es gab diesen Briefwechsel zwischen Vater und Sohn. Man ist zum Beispiel nach Wien gefahren, hat sich dort angeschaut, was Semper noch so gebaut hat. Und man hat jahrelang akribische Studien betrieben, um das so wieder entstehen zu lassen, wie Sie es heute sehen. Die dritte Semperoper, sie ist aber eben die wiederaufgebaute zweite. Also damit schließt sich für Sie hoffentlich so ein bisschen gedanklich der Kreis. Sie müssen sich in Berlin auch nicht verstecken, Sie haben immer 3 Opernhäuser. Ja. Richtig. Auch gerade in der Deutschen Oper. Genau. Habe ich nämlich mitgemacht bei Evita, aber in der Komparserie nur, ja, eine Woche lang mit meiner Tochter, war wunderschön. Auch hier habe ich schon eine Komparserie mitgemacht. Also ich kenne die Oper auch hinter der Bühne, ich kenne sie beim Opernhaus, durch Führung natürlich und auch hinter der Bühne. Die Bühne ist gewaltig groß, 1760 Quadratmeter. Ja, das ist wirklich gewaltig. Die hat sich auch beim Wiederaufbau vergrößert. Das hat man dadurch erreicht, indem man das Bühnenhaus, das ist das, was ein bisschen hinten angelagert ist, auch was so nach oben hinausragt. Man darf nicht alles mit August den Starken in Verbindung bringen. Der hat zum Beispiel auch, die Oper hat er ja sowieso nie gesehen, weil er Anfang des 18. Jahrhunderts lebte. Das hat, und diese katholische Hofkirche, die hat seinen Sohn auch gebaut. August der Starke hat sehr viel Wert darauf gelegt, König von Polen werden zu können. Er hat viel Geld dafür hingelegt. Das polnische Königstum konnte man wählen. Also es war ein Wahlkönigtum. Er wollte König werden. Er hat für diese, um das zu erreichen, hat er seinen Glauben gewechselt. Der wurde katholisch. Das war aber reines Kalkül. Aber sein Sohn, der hat aus wirklich reiner Überzeugung diese katholische Hofkirche gebaut. Die ist wunderschön. Gebaut hat sie ein Italiener, Gaetano Chiaverdi. Und ich will auch mal den Bogen kriegen. Die Wirtschaft, in der wir gerade gegessen haben, heißt italienisches Dörfchen. Und der Chiaverdi, der hat nämlich den ganzen Bauarbeiter mitgebracht.
Zur damaligen Zeit war auf dem Theaterplatz hier gab es nur eine Ansammlung von etwa 35 Fachwerkhäuschen. Und da haben diese italienischen Handwerker gelebt. Ich kann mal rechts noch mal ganz kurz halten, wenn es geht, illegalerweise. Hier haben die also gehaust, sozusagen, gelebt, diesen 35 Fachwerkhäuschen, diese italienischen Handwerker. Nur der Name, italienisches Dörfchen, der rührt noch aus dieser Zeit. Die Wirtschaft, die heute so heißt. Die Wirtschaft selber ist viel, viel später gebaut. Ja, um das auch nochmal so irgendwie zu sagen. Und um das auch noch auf den Punkt zu bringen. Die Künstler selber, die hier in Dresden bauen, kommen oftmals aus dem Ausland. Aber das Material selber, mit dem man baute, Sandstein insbesondere, das kommt oftmals aus der Region. Elbsandsteingebirge. Ja. Vor sich sehen Sie auf der rechten Seite die Schinkelwache. Das ist die Vorverkaufskasse für die Semperoper. Und auf der linken Seite, wie gesagt, das Schloss, da waren wir ja gerade drin. Ich will bloß noch sagen, der Wiederaufbau des Schlosses begann in späten 80er Jahren. Sie müssen sich vorstellen, als man die Oper 85 wieder einweihte, waren wir auf dem Theaterplatz, also eingeweiht 13. Februar 1985. Also genau 40 Jahre nach dem Bombardement auf Dresden hat man sie eingeweiht, waren auf dem Theaterplatz 200.000 Menschen. Um das mal irgendwie auch zu verdeutlichen, was für eine große Sehnsucht herrschte auch der Dresdner, die wieder so zu sehen. Aber das Schloss war damals noch der Ruine. Und es gab viele Fernsehstationen aus dem Westen, die zugegen waren. Man hat Gerüste ans Schloss gestellt, um den Eindruck zu erwecken, auch da geht es so langsam los. Den Dresdner Zwinger auf der rechten Seite werde ich gleich was sagen. Wir fahren nämlich gleich rundherum. Ich will auch noch sagen, Vorsicht, das gelbe Gebäude auf der linken Seite, das ist das Kosel-Palais. Gräfin Kosel war sicherlich die bekannteste Mätresse von August dem Starken. Er hat das für sie gebaut. Seine Entstehungszeit gab es aber nur den mittleren Trakt. Die beiden seitlichen Flügel, die sind später angebaut worden. Und sie musste später, 49 Jahre lang, auf Burg Stolpen ausharren. Weil sie, also ihre Zeit war vorbei. Sie hat aber August dem Starken ein Heiratsversprechen abgenötigt und das wollte sie nicht wieder rausgeben. Und da ist er echt böse geworden und hat sie dann auf Burg Stolpen verbannt. Also das eins, was für sie gebaut. Übrigens vor 2 Jahren war, heute übrigens Hotel, Fünf-Sterne-Haus, Kempinski, vor 2 Jahren war Herr Obama auch hier zu Besuch. Das heißt, ihre Gullideckel wurde ja abgeklebt, also die halbe Innenstadt abgesperrt, die Leute durften hier wohnen, die durften nicht an ihre Fenster treten. Also es war ein gespenstisches Szenario, keiner durfte ihn sehen. Auf der linken Seite vor sich, dieses weiße Gebäude, vor 2 Jahren erst so schön saniert worden von außen, ein Schauspielhaus. Das Schauspielhaus gebaut 1911 bis 13 war während des Wiederaufbaus der Semperoper übrigens eine Interimsvariante. Also hier war die Oper beheimatet und das Schauspielhaus. Und vielleicht können wir dann ein bisschen weiter vorne auf der rechten Seite. Wollen Sie Straßenbahn? Ja, das ist so dieses typische Barocke, was man hier so sieht, also man sich gerne verkleidet. Auf der rechten Seite der Zwinger. Vielleicht halten wir nochmal hier. Also, wir entwickeln uns zurück. Sie sehen überall barock gekleidete Menschen. Wir sind nicht mehr ganz so zeitgemäß wahrscheinlich. Eigentlich schön anzusehen. Ich vermute mal, das hängt auch zusammen. Ich vermute das mal. Wir haben zurzeit hier die Zwingerfestspiele in Dresden. Mit dem Dieter Wedel. Aber eigentlich ist, er sagt selber, es ist kein Kostümschieb. Deswegen passen die eigentlich nicht wirklich ins Bild. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Also er hat Wert drauf gelegt, kein Kostümschieben zu machen, hatte gestern Premiere. Im Fernsehen hat sie gezeigt. Ja? Schön. Also ich hole mal aus. Auf der rechten Seite, Dresdner Zwinger. Das ist auch wirklich entstanden zu Zeiten von August dem Starken. Er hat das auch wirklich selber geplant, aber wie der Zwinger aussehen würde am Ende, das stand nicht fest. Sondern man begann einfach zu bauen auf dieser Seite, die Sie hier vorne sehen, was nämlich gerade eingerüstet ist. Damit begann man. August der Starke hat zunächst gebaut nur eine Orangerie. Er war ja für alles, was fremdländisch war, das haben Sie insbesondere auch im grünen Gewölbe gemerkt, war er begeistert. Er hat eine Orangerie sich gebaut für seine Orangenbäumchen, also goldenen Äpfel, wie er das nannte. Und als er eine neue Orangerie baute, die ist etwas weiter, 200 Meter weiter vorne gewesen, auf der linken Seite, gibt es heute nicht mehr, hat den Angriff auf Dresden nicht überdauert, hat er seine Orangerie also verlagert und dann hat die Nutzung sich geändert. Man brauchte nämlich jetzt einen Festplatz. Es gab Festplätze schon in Dresden, an anderen Stellen auch, die waren aber immer in vergänglichem Material gebaut, häufig aus Holz. Und jetzt baute man einen Festplatz aus Stein, um auch seine Macht zu manifestieren und er hat also das, was schon mal hier da war,
einfach nochmal gespiegelt und dann mit diesen Längsgalerien verbunden. Man hat den benutzt, man konnte oben auf diesen Balustraden auch wunderbar flanieren. Man hat das benutzt, wie gesagt, bei diesen Hochzeitsfeierlichkeiten 1719. Wo also der Sohn von August dem Starken die Kaisertochter heiratete, Maria Josepha, wo hier in Dresden, wie gesagt, diese vierwöchigen Feierlichkeiten stattfanden, das war auch hier im Zwinger. Und als das dann mit dem Festwesen vorbei war, hat man das geändert. Auch das war wiederum August der Starke. Ich habe ja vorhin erzählt, dass es die Kunstkammer im Schloss gab. Und August der Starke hat dann Anfang des 18. Jahrhunderts auch sein grünes Gewölbe eingerichtet und im selben Zusammenhang seine Spezialsammlungen. Den mathematisch-physikalischen Salon, Gemäldegalerie, Porzellansammlung, das hat er im Zwinger untergebracht. Also hat das musealen Zwecken zugeführt. Der mathematisch-physikalische Salon, der ist beheimatet, das was gerade so eingerüstet ist, wird nämlich gerade saniert. Der öffnet nächstes Jahr, im Herbst wird er eröffnen. Dann haben Sie auf der Rückseite, gibt es fast den halben Zwinger, ist Porzellansammlung. Wir haben die größte Porzellansammlung überhaupt weltweit, über 10.000 Objekte. Und auf der Rückseite gibt es dann noch die Gemäldegalerie Alte Meister und auch die Rüstkammer. Ja, also von der Orangerie zu dem Festplatz und dann, wie gesagt, musealen Zwecken zugeführt. Als Schloss in dem Sinne nie benutzt. Ja. Und wenn das sagen, wer dieser Name Zwinger rührt, so bezeichnet man, das kommt von der Festungsarchitektur auch, den inneren und äußeren Teil eines Walles, der Zwischenraum, der wird damit gekennzeichnet. Ja. Zwinger, von Bezwingen. Und wie gesagt, der Herr Dieter Wedel hat seit gestern beginnend eben, weil ich auch schön finde, genau an diesem historischen Ort, wo das sich vor mittlerweile über 300 Jahren auch wirklich abgespielt hat, nämlich diese Geschichten um Liebe, um Macht, das hat er also wiederbelebt, also an seinem wirklich authentischen Ort. Ja, das ist eine schöne Sache. Ich wünsche ihm auf alle Fälle viel Glück. Und wie gesagt, Hofner Fröhlich wurde auch wieder lebendig, den haben Sie auch gesehen im grünen Gewölbe. Dirk Bach hat ihn gegeben. Ja. Also er möchte pro Abend um die 1500 Gäste 14 Tage lang hier reinbekommen. Latte ganz schön hochgesteckt. Ja. Ich wünsche ihm auf alle Fälle viel Glück. Und ich will noch sagen, das was Sie hier sehen, diese Mauer, das sind Teile der alten Festungsmauer. Aber sehr großes Areal, was zur Oper noch gehört. Schreinerei, Schlosserei, Näherei. Also wo die ganzen Kulissen gefertigt werden, die man braucht für die Inszenierungen. Oper hat übrigens 850 Angestellte. Und ich finde, man kann am Stadtbild von Dresden, leider kann man das sehr deutlich sehen, wo also Dresden zerstört war oder nicht. Ich will noch sagen, was man so schlechthin als Altstadt bezeichnet, wo wir uns auch gerade so bewegt haben, das ist nicht die wirkliche Altstadt, sondern die wirkliche Altstadt ist auf der gegenüberliegenden Elbseite. Weil das war ja alles, wirklich fast alles zerstört. Ich würde mal schätzen, nicht mehr als... Jetzt bist du ganz raus, ne? Auch nochmal die katholische Hofkirche. Übrigens, Sie dürfen nicht vergessen, Luftlinie zwischen Frauenkirche und Hofkirche liegen vielleicht 300 Meter. Zur damaligen Zeit war das ein Eklat. Also man hat die Bevölkerung lange Zeit unklar gelassen, dass man in Dresden ein katholisches Gotteshaus baut. Ja, hier dieser Postplatz. Auf der rechten Seite ist diese Altmarktgalerie. Ja, über 200 Geschäfte im Inneren. Also das ist ein unglaubliches Labyrinth. Man kann ja einkaufen bis zum Exzess. Das ist diese Wilsdorfer Straße. Und was man hier realisiert hat, ist so in gewisser Weise sozialistischer Städtebau. Das heißt nämlich diese breiten Magistralen. Und dann sollte es ja häufig ein Objekt geben, eine Art Höhendominante. Und die sollte einstmals werden der Kulturpalast. Den sehen Sie gleich vor sich auf der linken Seite. Hat man zum Glück doch nicht so hoch gebaut. Aber der bleibt auch. Der ist unter Denkmalschutz seit 2008. Also der bleibt. Unser Kulturpalast ist die größte Mehrzweckhalle, kann man sagen, die da benutzt wird für Konzerte und. Ist übrigens die Heimat der Dresdner Philharmonie. Wir haben ja zwei sehr bekannte große Klangkörper in Dresden. Die Sächsische Staatskapelle hat ihre Heimat in der Semperoper und die Dresdner Philharmonie. Kurt Masur hat der einstmals auch vorgestanden. Das ist deren Heimat, Kulturpalast. Und auf der rechten Seite haben Sie gleich den Altmarkt. Das ist wirklich der alte Markt, das Zentrum der Stadt. Hier standen einstmals Maß und Waage. Hier findet auch dieser Weihnachtsmarkt statt jedes Jahr. Ich glaube der 470. mittlerweile. Und die Häuser, die Sie sehen, die Bebauung, die stammt aus den 50er, Anfang 60er Jahren. Das nennt man ironischerweise auch so ein bisschen Stalin-Barock. Aber recht gut gelungen eigentlich mit diesen Arkaden. Wie gesagt, man hat eben hier
sozialistische Bauweise realisiert, weil die alte, die ursprüngliche alte Stadt von Dresden, das entsprach einer sehr, sehr engen Stadtbebauung. Und da vorne vor uns sehen Sie einen großen Klotz, sag ich mal so, ein Wohnhaus. Und oben gibt es diesen breiten Betonstreifen. Und da stand einstmals in großen Lettern: Der Sozialismus siegt. Also das war die Magistrale, wo man demonstrieren musste zum 1. Mai, falls Sie das noch kennen. Und wie gesagt, da ist noch die alte Zeit zu sehen. Wenn man vorbeifährt, so ein bisschen kann man es noch sehen. Und dann war man quasi, wenn man hier durch war, war man dann quasi entlassen. Aber da war nochmal ganz klar oben angeschlagen, was die Stunde geschlagen hat. Ja. Auch dass hier auf diesem Platz hier vorne einstmals alles eine sehr, sehr enge Stadtbebauung hat den Krieg nicht überdauert. Also in der Nacht vom 13. und 14. Februar, also angloamerikanische Bomber das Dresden bombardiert haben. Dieser Beton sozusagen da, das ist noch gar nicht lange erst gemacht worden, das soll erinnern an die Seenlandschaft, die es einstmals gab hier in Dresden. Und die Dresdner, die erweisen gewisserweise, bringen so ein bisschen Humor auch ans Tageslicht, die lassen ab und zu ihre Enten da schwimmen. Ja, die finden das ein bisschen doof, dass das so blau angemalt ist. Es gibt ab und zu Aktionen, wo ihre Blasteentchen alle mitbringen und dann lassen die da schwimmen. Die kommen auch schon mal Leute in Taucherausrüstung, ja. Ja, ja, die nehmen das ein bisschen hops. Ja. Also man findet das nicht so gut. Auch dass man der Postplatz, der ist doch sehr eine Steinwüste, da hat schon jemand eine Kloschüssel mitgebracht, die hat er mit Stiefmütterchen bepflanzt und dann da stehen lassen. Ja, hat auch für viel Gespött gesorgt. Wir fahren nämlich am Hygienemuseum vorbei, eines der meistbesuchtesten Museen auch in Dresden. Das Hygienemuseum an sich, ich muss mal ausholen, im Jahre 1911 hat August Lingner. Lingner ist der Odol erfunden hat. Hat jeder sicherlich ein Bild im Kopf? Ja, hat es zu einem Millionenvermögen gebracht damals, war ein sehr reicher Mann in Dresden, hat sich auch eine wunderschöne Villa dann gebaut, werden wir dann vorbeifahren. Und er hat dann diesen Hygienegedanken favorisiert, also vorangetrieben auch. Und da gab es im Jahre 1911, da war er auch maßgeblich daran beteiligt, eine Hygieneausstellung. Das heißt, dieses ganze Areal hier war mit Pavillons bebaut. Diese Ausstellung hat 5 Monate lang gedauert. Über 5 Millionen Besucher kamen damals. Man darf nicht vergessen, es war eine Zeit, wo man im Hinterhof auf den Donnerbalken ging. Ja, Hygiene gab es da nicht so in dem Sinne wie heute. Und dann im Jahre 1930 erst hat man dieses Gebäude, was Sie auf der rechten Seite sehen, da gab es nämlich die zweite Hygieneausstellung, hat man dann gebaut. Und seit dieser Zeit ist dieses Gebäude hier zu sehen, widmet sich heute auch immer noch diesem Hygienegedanken, also alles was, oder grundsätzlich alles was mit dem Menschen zu tun hat, ob es die Psyche ist, ob das Thema Altern ist, Schönheit, ja, alles wird dort thematisch abgehandelt. Also eines der meisten besuchten Museen in Dresden ist das. Auf der rechten Seite haben sie unser Stadion saniert, im Jahre 2009. Fast 50 Millionen Euro hat Dresden in die Hand genommen, um das zu sanieren. Vielleicht kennen Sie noch von früher die schönen großen Giraffen, diese Flutlichtanlage, die hat sich leider nicht erhalten. Mittlerweile spielen wir ja zweite Liga. Ne? Ja. Und es gab letzte Woche, glaube ich, einen vor Jos. Das war das letzte Woche, glaube ich. Ich glaube, steht das Stadion, muss man sagen, fast die ganze Woche über leer. Es gab bei der Frauen-WM ein paar Vorrundenspiele, aber ansonsten ist das nicht so stark frequentiert. Auf der rechten Seite haben Sie unseren großen Garten. Es ist wirklich ein großer Garten, ist der größte, den es noch gibt. Es gab einstmals viele solcher großen Gärten, die sind alle der Stadtbebauung zum Opfer gefallen. Die Axt, die wir gerade lang fahren, ist 1 Kilometer lang. Die andere, die wir dann gleich abfahren, ist 2 Kilometer lang. Also hier gibt es eine Parkeisenbahn. Wir werden die auch gleich, zumindest diesen Art Hauptbahnhof, werden wir gleich hier sehen. Auf der rechten Seite gibt es diesen kleinen Hauptbahnhof, wird von Kindern betrieben. Diese kleine Parkeisenbahn, 7 Kilometer ist sie lang. Dann haben wir hier in dieser Ecke das VW-Werk. Als ich Kind war, da war an dieser Stelle noch der Dresdner Rummel. Seit 2001. Also hier dieses VW-Werk. Der Feuilleton wird hier gebaut. Wer möchte, kann auch gerne zu einer Führung hier gehen.
Und auch das, dieses VW-Werk, auch das war ein Ort während des Hochwassers im Jahre 2002. Sie wissen ja, Dresden wurde ziemlich stark überflutet auch. Die Oper war auch extrem geschädigt, also ein Spielbetrieb war nicht möglich. Man musste ausweichen, weil erst im März 2003 ein regulärer Spielbetrieb wieder aufgenommen werden konnte. Und das VW-Werk auch zum Beispiel war eine Ausweichung. Fahren wir diese andere Längsachse ab, wie gesagt, 2 Kilometer lang. Hier gibt es übrigens eine Anbindung mit Gleisen, weil die Autos werden also auf der Straßenbahn verladen, die ist immer so ganz blau verkleidet und dann wird das Bahnhof Friedrichstadt verbracht und dort also auf Güterzüge aufgeladen. Auf der rechten Seite haben sie auch einen botanischen Garten, gibt es über 10.000 Pflanzenarten, gehört zur Technischen Universität. Also Dresden ist auch eine Studentenstadt. Wir haben die Technische Universität mit 35.000, also über 35.000 Studenten, 14 Fakultäten. Es gibt darüber hinaus noch 10 weitere Hochschulen. Es gibt Fraunhofer-Institute, Leibniz-Institute, also auch eine Stadt der Wissenschaft. In der Kurve sozusagen, so ein schönes Palais sehen. Das älteste Barockpalais, was sich in Dresden erhalten hat. Sieht aus, als wäre das intakt, ist es nicht gewesen, also auch während des Zweiten Weltkrieges sehr zerstört. Wird insbesondere für die Weihnachtszeit benutzt als Spielstätte, trotzdem. Da wird oft inszeniert diese Geschichte von dem geizigen Alten. Und wenn man, die drapieren das immer sehr schön und wenn man dann, wenn ein schöner Winterabend ist, ist alles zugeschneit, man drauf zuläuft. Also das hinterlässt auch einen sehr schönen Eindruck, das ist ein Dauerbrenner. Wir sind weitestgehend im Dresdner Osten. Und auch hier kann man sehen, wo Dresden also zerstört war. Auf der linken Seite haben sie nämlich diese typischen DDR-Bauten, was man also gebaut hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Und auf der rechten Seite, obwohl das nach wie vor die Platte ist, sehr beliebt. Also man darf das nicht unterschätzen. Viele Leute von ihr, die lieben ihre Platte. Und auf der rechten Seite haben sie dann gleich noch diese schönen Altbauten, die also den Angriff auf Dresden überdauert haben. Diese schönen Villen, wie man die heute nennt. Man nennt die auch lustigerweise Kaffeemühle, weil die immer so im Viereck gebaut sind. Also gibt es wunderbare Anwesen. Zu DDR-Zeiten hatte jede Familie im Hof ein paar Beete. Also da konnte man da ein bisschen rumackern im Hof. Heute hat jede Familie einen Stellplatz. Ja, also so ändern sich eben auch die Zeiten. Ein Stellplatz fürs Auto. Der Stadtteil heißt Striesen. Ja, also gibt es wunderschöne Häuser. Also Mietpreis würde ich mal sagen 6 Euro ungefähr, 6,50 Euro, je nachdem kann man es hier gut einmieten. Das sind Preise, wovon andere Großstädte, vielleicht München und Hamburg, nur träumen würden. Man hat trotzdem diesen Welterbetitel bekommen im Jahre 2004. Und dann gab es diesen Bürgerentscheid. Etwa 60% der Dresdner haben sich daran beteiligt. Die Frage lautete aber nur, Brücke ja oder nein. Wie die Brücke sich gestalten sollte, ob es ein Tunnel sein sollte, da war nicht gefragt. Nur Brücke ja oder nein. Und da haben sich ungefähr 68% der Befragten für den Bau dieser Brücke ausgesprochen. Man hat versucht, auch Kompromisse zu finden, also es führte keinen Weg rein. Wie gesagt, im Jahre 2009 war dieser Titel letztlich weg. Die Brücke ist nicht im Stadtzentrum, die befindet sich etwa 2,5 Kilometer außerhalb des Stadtzentrums. Und man darf nicht vergessen, der Bau dieser Brücke an sich, einer Brücke, stand schon vor über 100 Jahren fest. Man hat nämlich die Straßenzüge aufeinander auch ausgerichtet und wenn die Wende nicht gekommen wäre, würde eine Brücke hier schon längst stehen. Also in den späten 80er Jahren hat das Verkehrsministerium den Bau dieser Brücke schon längst beschlossen. Die soll insbesondere dafür dienen, um den Norden zu entlasten. Wir sind hier im Dresdner Osten und es gibt viele Menschen, die hier wohnen, aber im Norden arbeiten, da ist der Flughafen in Finnien unter anderem, also viele Industrie, die auch angesiedelt ist und man möchte, wie gesagt, eine Entlastung schaffen, weil das spielt sich dann weitestgehend ab in der Dresdner Neustadt, da staut sich der Verkehr sehr und dafür soll diese Brücke eben auch dienen. Und es gab, wie gesagt, diesen Bürgerentscheid, man war daran gebunden, man musste den umsetzen. Das hat der Stadt Dresden letztlich viele Prozesse auch beschert, über 50, hat auch für viele Lacher gesorgt, mit der Hufeisennase unter anderem, ja, dieser Fledermaus.
Sie werden sie gleich sehen. Also die Resonanz, die ich im Bus oftmals so höre, reicht von so schlimm ist sie gar nicht bis ganz entsetzlich. Also man hört alles. Vielleicht. Also im Vordergrund können Sie dann schon die Baukräne auch sehen. Wir sind nicht die einzige Stadt, ich weiß nicht, ob das wirklich tröstlich ist, wo also die Probleme haben mit dem Welterbetitel. Bordeaux hat zurzeit auch Probleme mit einer Brücke. Also sind nicht die einzigen. So, jetzt müssen Sie schon sehen können, wir werden ja dann auf der Rückseite, gegenüberliegenden Seite auch nochmal zurückfahren, da kann man es nochmal von einer anderen Perspektive aus sehen. Übrigens, dieser Welterbetitel bezog sich nicht nur auf die Dresdner Innenstadt, sondern dieser Welterbetitel bezog sich auf das ganze Elbtal. Das heißt, beginnend bei Mais, Schloss Übigau, bis zum Schloss Pillnitz. Sie fahren ja bis Schloss Pillnitz, Sommerresidenz gewesen, der Wettiner. Und auf der linken Seite haben Sie diese schönen drei Elbschlösser. Das erste ist ein bisschen verdeckt auch, aber es sind drei. Das Areal, auch das hat einstmals gehört dem Hause Wettin. Es gab dann sehr viele Besitzerwechsel. Das erste hat dann erworben Prinz Albrecht von Hohenzollern. Ja, der hat sich nämlich nicht standesgemäß verliebt, der musste Preußen verlassen. Deswegen ist er eben nach Dresden gekommen. Da hat das erste für sich selber gebaut und das mittlere, das zweite, für seinen Kammerherrn. Großzügig, ne? Die Hohenzollern konnten das erste Schloss nicht, also bis Anfang 1920er Jahre konnten sie es halten. Und dann waren sie ein bisschen klamm bei Kasse, die haben das der Stadt Dresden letztlich verkauft. Also Eigentümer ist heute nach wie vor die Stadt Dresden. Zu der Zeit hat man das als Pionierpalast benutzt. Heute wird das anders genutzt als Kongressgesellschaft. Also hier finden Feste statt, man kann eine Hochzeit feiern, man kann das anmieten, man muss es eben wirtschaftlich unterhalten. Ja, also es muss Geld reinkommen, dass man das unterhalten kann. Das mittlere Schloss, vielleicht können wir auch mal rechts halten, das wäre ganz nett. Das mittlere Schloss hat dann erworben Lingner. Habe ich euch erzählt? Karl August Lingner. Das war der mit dem Odol, mit dem Mundwasser. Ja, genau. Der hat sich da dieses schöne Schlösschen dann gekauft, war ein reicher Mann. Also der hat wirklich auch in der Schweiz eine Villa gehabt. Der war auch ein bisschen extrovertiert. Der hat dort sich eine Orgelanlage gebaut und hat das mit der Telefonanlage zu Freunden konnte er diese übertragen, seine Orgelmusik. Er hat sich ein Mausoleum gebaut. Ich glaube, Sie werden das nämlich nicht gerade sehen. Das ist nämlich rechts, also unten. Bei mir steht nämlich so ein Baum davor. Ich kann es nämlich nicht sehen. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen. Also er hat sich da ein Mausoleum gebaut. Auch eine Art Standseilbahn. Der war nämlich etwas angegriffen dann gesundheitlich. Er hat sich eine kleine Bergbahn auch gebaut. Und er hat das dann, dieses Schloss, nach seinem Tode der Stadt Dresden geschenkt. Also ein Vermächtnis mit der Auflage, dass die Dresdner da immer Zugang haben sollen. Dem ist man nicht immer nachgekommen. Also es gab zu der Zeit, wer den Baron Manfred von Ardennes kennt, der hat dort den Club der Intelligenz ins Leben gerufen,
Also es war ein kleiner, elitärer Kreis, der dort letztlich nur verkehrt ist. Es gibt heute ein Verein, der sozusagen Gelder sammelt, um das eben wieder zu sanieren und das für die Öffentlichkeit heute zugänglich zu machen. Also es fehlt noch an 6 Millionen Euro, bis es in Gänze wieder fertiggestellt ist. Aber heute schon als Sommerwirtschaft auch genutzt. Man hat eine wunderbare Aussicht. Und der Weinberg, der sich dahinter anschließt, das hat Dinglinger einstmals gehört. Also war auch wirklich ein reicher Mann in Dresden, auch kein Schwerenöter. Aber andersrum, er war ein Schwerenöter. Er war nämlich 5-mal verheiratet, 23 Kinder. Oh. Übrigens, ist auf der rechten Seite, Haus 88, hat einstmals gehört dem Prinzen zur Lippe. Also hier gab es die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert, ein reiches Bürgertum. Die haben sich hier angesiedelt. Litfaß zum Beispiel. Auch Litfaß hat hier einstmals gewohnt, der von der Litfaßsäule. Die orangen Gebäude auf der rechten Seite, das ist die Hochschule für Kirchenmusik heute. Da bekommt meine Tochter auch Klavierunterricht. Wunderbare Bedingungen, also Verhältnis Studenten und Lehrkräfte 1:1, 40 Studenten, 40 Lehrkräfte. Traumhaft. Und die Preise? Ist total erschwinglich. Ja, wirklich. Also meine Tochter ist Übungsschülerin bei Studenten und das ist wirklich absolut bezahlbar. Auf der rechten Seite die Villa, Sie sehen, Standesamt, Villa Weigang. Und die Goethe-Allee, die sich hier anschließt, da ging in den 20er Jahren ein Mann mit einem schwarzen Oberlippenbärtchen unscheinbar ein und aus. Seine Schwester lebte nämlich dort. Ein paar Jahre später haben die Deutschen ihn zum Führer gewählt. Ja, das weiß, ist kaum bekannt, aber die Schwester, die Stiefschwester von Adolf Hitler, die stammte aus Dresden und hat hier gelebt. Und die war auch mit dem Architekten verheiratet, der die Jedenice baute. Diese Tabakmoschee, wer die kennt. Also Sie sehen diese herrlichen Villenanwesen, wie gesagt, dieses reiche Bürgertum, was es hier gab, die haben sich viel Mühe gegeben, weil die auch selber hier gelebt haben. Und sie haben hier italienischen Palazzo-Stil, Barock haben sie, Jugendstil, also ganz viele verschiedene Stile treffen sie hier an. Aber man darf nicht vergessen, zu der Zeit war es eine Last, oftmals, sowas als Privateigentum zu besitzen. Weil sie hatten, gerade wenn sie ein Haus hatten mit mehreren Wohnungen, hatten sie keinen Einfluss darauf, wer dort sonst noch einziehen darf. Und auf den Mietpreis schon mal gar nicht. Ja, das bestimmte nämlich die Stadt. Also wer damals ein Haus gekauft hat, der war eher verzweifelt, weil es nämlich keinen Wohnraum gab. Heute hat sich das wieder geändert natürlich. Aber es war vorgesehen, die mehr oder weniger abzuwohnen und dann wollte man auch so schöne Neubaublöcke hier bauen. Hat man zum Glück nicht gemacht, also dem kamen die Wände entgegen. Also wir sehen wunderbare Villen hier. Jetzt fahren wir über das Blaue Wunder. Der Name rührt daher, zum einen des Anstriches wegen, vor über 100 Jahren war das etwas mehr blau als heute, heute ist es fast türkis. Und Wunder, es ist eine Brücke, genau, und Wunder in dem Sinne, dass es eine der Brücken ist mit der längsten Spannweite, wo es keinen Pfeiler im Strom gibt. Übrigens, auf dieser Kreuzung, die wir gerade überquert haben, gab es bis 1994 noch einen Mann, der hat den Verkehr geregelt mit so einem Stab. Den nannte man den Karajan vom Schillerplatz. Heute wäre das lebensgefährlich. Und dieser Brücke gibt man noch etwa 20 Jahre und dann muss man sich was überlegen. Der Verkehr bei der Straßenbahn ist schon lange eingestellt. Aus diesem Grund, um sie zu entlasten. Und auf der rechten Seite haben sie eine schöne Bergbahn. Das ist die. Es gibt zwei, es gibt auf der linken Seite die Standseilbahn, die ist ein bisschen verdeckt für Sie. Da wird nämlich der Wagen an einem Seil hochgezogen und das ist die Schwebebahn. Da ist der Wagen oben eingehangen. Stehen beide auch unter Denkmalschutz. Beide über 100 Jahre alt. Und wem der Name Manfred von Ardennes vielleicht doch was sagt, da oben war einstmals ein Institut, da wo diese weiße Kugel auch ist. Auch dieses Dach, dieses kupferfarbene Dach, das ist sein Institut gewesen einstmals. Einer der letzten Universalgelehrten, den es gab. Ich kann da mal ein bisschen was zu sagen zu Herrn von Ardennes. Der hat sein Abitur nicht beendet. Er hat sein Studium auch nicht beendet. Aber er hatte über 600 Patente. Der hat mit unter 20 war er. Wir müssen die nächste rüber, weil hier sind wir zu schwer für. Die nächste links. Ja, links. Das ist mir zu schwer. Also wie gesagt, er war unter 20, als er eine Röhre entwickelt hatte. Die hat er an der Firma Löwe verkauft, um für eine der ersten Radioübertragungen zu sorgen. Er hat dann eine Röhre entwickelt, um die erste
Fernsehübertragung zu ermöglichen, den hat man dann nach dem Zweiten Weltkrieg zwangsverpflichtet nach Russland. Er war, wie er selber sagt, indirekt an der Entwicklung der russischen Atombombe beteiligt. Und dann kam er hier nach Dresden, hat ein Institut gegründet und hat sich dann auch der Krebsforschung gewidmet. Sauerstoff-Mehrschnitttherapie. Und 1997 ist er in Dresden auch verstorben. Übrigens, hier haben Sie über sich nochmal, das ist die Stangenseilbahn, die hier lang führt. Der Ardente hat es wirklich verstanden, viele Systeme zu überdauern. Also er war sehr der Sache verpflichtet, will ich mal so sagen. Ja. Während man natürlich andere Firmen wirklich enteignet hat, man war da wirklich gnadenlos. Auch die Funzmolkerei, wo wir gleich vorbeifahren werden, auch Lange und Söhne, haben wir am Schloss kennengelernt, die hat man alle enteignet. Übrigens in diesem schönen Stadtteil hier, Loschwitz, Oberloschwitz, hat einstmals auch gewohnt Kurt Biedenkopf. Wer den kennt, auch ja. Peter Schreier, Theo Adam. Kurt Biedenkopf hat ja, also es war ja Wohnungsknappheit nach der Wende. Er hat auf der Schäbenstraße 1 gewohnt. Das war einstmals ein Stasi-Gebäude. Dort hat er mit seinen Ministern gewohnt, eine Art Wohngemeinschaft. Die Minister sind nach und nach ausgezogen. Er ist dann fast 10 Jahre auch geblieben auf der Schäbenstraße. Es gibt ein Buch, das wurde Buch des Jahres 2008, nämlich das Buch Der Turm von Uwe Tellkamp. Weiß nicht, ob das jemand kennt, schon mal gehört hat. Das spielt in der Vorwendezeit von diesem gewissen Bildungsbürgertum, was es auch in Dresdner Osten hier gab. Und das spielt hier oben in diesen Dresdner Höhen. Und das wird jetzt verfilmt im September. Hauptrolle wird spielen Jan-Josef Liefers. Also ab September wird, und das ist auch schön, weil er ja auch in Dresden damals gelebt hat. Der hat nämlich im Schauspielhaus, hat eine Ausbildung gemacht, der war noch gar nicht Schauspieler. Also das ist auch seine Zeit damals gewesen. Dieser Film wird zu sehen sein, ich vermute mal in einem Jahr vielleicht. Es wird ein Zweiteiler. ZDF dreht ihn, im September beginnen die Dreharbeiten. Dann, wenn Sie den Film sehen, dann setzt er manchmal so Aha-Effekt ein, da war ich auch. Ja. Da hat Ihnen Bus davon erzählt. Ja. Also es gibt da wirklich Villen, also viele Villen haben da auch eine Geschichte, da fällt Ihnen die Kinnlade runter. Es gab ein unglaubliches, reiches Bürgertum und auch mit dem Bombardement auf Dresden ist Dresden eigentlich so in eine gewisse Bedeutungslosigkeit gekommen worden. Weil viele dieser, die einstmals Eigentümer dieser Häuser waren, dieser Firmen, die sind alle ausgewandert, weggegangen. Sie fahren dann im Dampf auch nochmal unten da vorbei, Richtung Pillnitz. Will ich vielleicht noch was sagen? Also Pillnitz, wie gesagt, die Sommerresidenz der Wettiner. Das hat einstmals gehört auch Gräfin Kosen. Die hat es auch geschenkt bekommen. Also August der Starke war insofern sehr großzügig. Er hat es ihr geschenkt. Aber sie wollte dann dieses Heiratsversprechen, was sie ihm abgerungen hatte, eben nicht wieder herausgeben. Und das ist wirklich böse geworden. Er hat ihr alles weggenommen, auch Schloss Pillnitz. Das Taschenwerkpalais natürlich auch. Er hat sie zunächst auf Pillnitz verbannt. Sie konnte von dort aus flüchten und dann ging es ab nach Stolpen. Und da war sie dann wirklich weggesperrt. Bis zu ihrem Tode, die ist hoch in die 80 geworden. August der Starke war auch längst dann verstorben. Sie ist auch fast in Vergessenheit geraten, denn sie wäre sicherlich eine freie Frau gewesen. Dann aber es hat keiner mehr so richtig an sie gedacht. Ja. So ein bisschen war die Verwaltung ist irgendwie, ja, war keiner mehr da. Das war einstmals hier oben auch ein Luftkurort. Also hier hat man wirklich gekurt. Also Heinz Rühmann war ja auch einstmals zur Kur. Es gibt noch ein Sanatorium, was auch daran erinnert. Das Lahmann-Sanatorium, das werden wir gleich auf der rechten Seite sehen. Fast dem Zerfall preisgegeben. Also ist fast schon zu spät gewesen, muss man mal sagen. Es gibt jetzt erst einen Investor. Das steht unter Denkmalschutz, also mit sehr hohen Auflagen. Deswegen war das insofern vielleicht nicht lukrativ. Aber man wird es jetzt sozusagen wieder beleben. Es werden Wohnungen entstehen.
etwa noch 300 Meter auf der rechten Seite beginnt dieses Areal. Und auf der rechten Seite, auch dahinter, befindet sich Dresdner Heide. Also ein sehr großes Waldgebiet auch. Also das ist einstmals hier oben ein Kurort. In diesem Laman-Sanatorium waren zu der Zeit Russen. Also wir hatten sehr viele Russen hier stationiert. Hier beginnt dieses Areal auf der rechten Seite, das ehemalige Sanatorium. Ja, ja. Also einiges musste man abreißen, aber vieles wird dann auch denkmalgerecht wieder aufgebaut. Ja, die Dresdner Heide reicht fast bis hier ran an die Straße. Der war falsch verstanden. Und wir nähern uns den Elbschlössern jetzt sozusagen von hinten. Wir beginnen jetzt gleich mit dem Schloss Eckberg, was dann gleich auf der linken Seite zu sehen wird. Gibt es große Parkanlagen davor, man darf die alle durchlaufen. Bei dem ersten hat man das nicht so gerne, wenn man da im Pulk anrückt. Es gibt dort einen Kaffee, da kann man gerne auf der Dachterrasse seinen Kaffee trinken, aber wenn man die Gärten durchläuft, so im 50er-Pakt, das mag man nicht so gerne, weil es eben wirklich ein Hotel ist. Bei den anderen beiden ist es überhaupt kein Problem. Ich bin da auch schon mit Gästen in Filmaufnahmen reingeplatzt neulich. Da wurde fürs ZDF ein Krimi gedreht. Ja, ja, das ist immer anders so. Gibt es immer eine Überraschung. Und beim Presseball bin ich auch schon reingeplatzt, aber das hat bisher mal alles gut geklappt. Hier ist dann schon das zweite Schloss, das Lingner Schloss. Also wenn ich Zeit habe mit Gästen, steige ich nämlich hier gerne auch aus. Aber? Drei Elbschlösser befeiert. Gibt es ein riesengroßes Fest. Wie gesagt, es waren einstmals zur Vorwendezeit viel russische Armee stationiert. Die Offiziere, die lebten oftmals hier in der Stadt, am Rande der Stadt, insbesondere auf der linken Seite in diesen Neubaublöcken, lebten die Offiziere. Aber die einfachen Soldaten, ja, die hat man wirklich außerhalb kaserniert, die hatten kein gutes Leben. Und Putin, wer sich wundert, warum der so gut Deutsch spricht, der war nämlich einstmals hier in Dresden. Es gibt eine Seitenstraße, Angelikastraße, eine Villa, da hat er also einstmals viele Jahre lang residiert, also er spricht sehr gut Deutsch. Und auf der linken Seite haben sie die ehemalige Stasi-Zentrale. Auch Gedenkstätte ist das heute. War früher mit einer Mauer umgeben. Dieses Areal hat einstmals auch gehört der Familie Brockhaus. Ja, die von diesen Enzyklopädie. Und das aber dann, wie gesagt, Stasi-Zentrale ist heute eine Gedenkstätte. Da hat man früher auch Gerüche gespeichert von Dresdner Bürgern, Einweggläsern. Ja, von vermeintlichen Feinden. Das gibt's doch nicht. Also wenn man hier verschwunden ist, war das nicht lustig. Dann wollten sie den Putin als noch ehren. Hier sehen Sie nochmal diese Brücke, die mündet letztlich hier, also in einen Tunnel. Genau, in einen Tunnel mündet sie, diese Waldschlöchchenbrücke. Nochmal die Sicht auf die Frauenkirche auch vor sich. In der Ferne kann man die nochmal sehr schön sehen. Und sind wir fast schon in der Dresdner Neustadt. Wie gesagt, das ist eben wirklich der alte Teil, der sich erhalten hat, eigentlich die eigentliche Altstadt, wird heute von anderen Leuten betrieben. Und dieser Milchladen, wie gesagt, der sich noch erhalten hat, den kann man gleich auf der rechten Seite sehen. Auf der rechten Seite, ne? Wie gesagt, das ist der älteste erhalten gebliebene Laden in Dresden. Das ist mit Meißen und Porzellanfliesen ausgekachelt, von Willeroy und Boch.
wie gesagt, wenn es diesen Laden nicht mehr gäbe, wüsste man um diese Dynastie, diese Gebrüder Fund auch nichts mehr. Und wie gesagt, vom Stadtbild her ist das ganz anders als dieses barocke Dresden. Sie sehen das wahrscheinlich, ist nicht ganz so sauber, aber hier ist wirklich Leben. In Berlin würden Sie wahrscheinlich sagen, das ist der Kiez. Ja, das ist auch so ein bisschen kiezmäßig bei uns hier. Eine Kneipe nach der anderen, gerade wenn man die Straßen ins Rhein zu laufen würde, eine Kneipendichte, die ist unglaublich. Hier wird es abends lebendig. Bis in die frühen Morgenstunden. Hier gibt es viele kleine Läden, wo junge Menschen oder auch etwas ältere Menschen, also kleine Läden gegründet haben, mit viel Lebensfreude und Fantasie, sich über Wasser halten. Also vom Eindruck her ganz anders. Und das ist übrigens das größte zusammenhängende Gründerzeitviertel, was es in Europa überhaupt noch gibt. Also man kann sich vielleicht vorstellen, dass das in den späten 80er Jahren hier erschreckend aussah. Wenn die Wende nicht gekommen wäre, wären die Häuser sehr wahrscheinlich zusammengefallen. Alles saniert jetzt nach der Wende. Schöne, gemütliche Hinterhöfe. Sehr buntes Treiben. Viele junge Leute leben auch hier. Und diese Dresdner Neustadt ist übrigens auch Heimat von Erich Kästner. Der ist nämlich hier geboren. 1899. Der hat in seinen Büchern auch diese Neustadter Zeit, seine Jugendzeit aufgeschrieben. Wir werden gleich eine kleine Plastik sehen. Auf der rechten Seite, die ist recht unscheinbar. Und zwar, wo diese Gruppe junger Menschen hier steht, auf der rechten Seite, dahinter gibt es eine kleine Plastik. Da ist nämlich ein Bücherberg. Ein Hut kann man sehen, die Kaffeetasse auch. Ja. Zigarre, da sind seine Bücher, die er geschrieben hat. Um zu regeln, dass man die Objekte eben behalten kann. Wo besitzen die sich denn jetzt? Was machen die denn jetzt? Oh, die sind weit verbreitet. Die leben zum Teil in München. Es gibt auch welche, die wieder bei Meißen leben. Also es gibt sehr, sehr viele aus dem Hause Wettin. Noch. Ja, es gibt ja immer ab und zu mal Geld. Ne? Also man muss auch sagen, die, ja, wie gesagt, die haben in Moritzburg gelebt. Und bis zum Zweiten Weltkrieg, die haben dann auch Schätze im Waldboden vergraben. Das haben teilweise die Russen gefunden. Das ist heute noch in Russland. Ja. Die Russen machen aber dicht, weil die unterscheiden sehr genau, was gehört dem Hause Wettin wohl aus Privatvermögen und was den staatlichen Kunden. Aber hier jetzt mehr Verkehr als bei uns auf dem Dorf. Einen Eiligen. Ja, hier ist nochmal ein Groß. Man soll ihm das Schwert gestohlen haben, habe ich gehört. Also er reist in seine Königsstadt, Richtung Polen natürlich, in seine neue Königsstadt, seine Neustadt. Wie gesagt, als römischer Imperator dargestellt, aber sie eben in vielen Rollen auch gefallen. Also um das gleich nochmal zu sagen, der erste Anleger, das müssten Sie gleich sehen. Also auf der linken Seite sind die Anleger, die Schiffsanleger. Und die 1 ist sozusagen gleich unterhalb der Brücke, würde der erste sein. Die 2 kann man von hier aus sehen und die 1 entsprechend vorverlagern. Genau, also das ist, kann man nicht übersehen. Ja, hier vorne kann man, auf der linken Seite kann man das gleich sehen, die 1. Dort legt also 16 Uhr das Schiff, ist es weg. Der Busfahrer wird Ihnen die Karten dann auch gleich austeilen, oder ich, dass Sie insofern unabhängig sind. Ja, wir steigen jetzt auch hier aus.
We've got a hot one for you.